zeig dir jetzt, wie du einen leckeren Vanille-Kirsch-Eistee selbst machen kannst. Dafür brauchst du Kirschsaft, Limettensaft, Rooibos-Tee, Minze, eine Limette und Zucker. Als erstes kochst du 1 Liter Wasser und gießt dann 5 Teebeutel auf. Dann nimmst du die Limette, wäschst sie unter warmem Wasser ab und rubbelst sie trocken. Jetzt muss die Limette in 8 gleiche Teile geschnitten werden. Am besten bittest du einen Erwachsenen um Hilfe. Kirschsaft kannst du entweder direkt kaufen oder du gießt vorsichtig ein Glas Kirschen durch ein Sieb. Die Kirschen kann man später noch für etwas anderes verwenden. Jetzt kannst du den Tee rausnehmen und noch 3 Esslöffel Zucker hinzufügen und verrühren. Damit es auch ein echter Eistee wird, brauchen wir natürlich ganz viel Eis in unserer Kanne. Noch den Tee hinzufügen und vorsichtig 4 Teelöffel Limettensaft abmessen und in die Kanne geben. Jetzt noch ungefähr 200 ml Kirschsaft hinzufügen. Und voilà, fertig ist unser Eistee. Mit einem Minzzweig dekorieren und eine Schnitze Limette an den Rand stecken. Mit einem wiederverwendbaren Strohhalm sieht es super aus.